Guten Abend. Nun, ich muss etwas korrigieren. Ich bin nicht mehr Leiter des Instituts für Biomechanik und Orthopädie. Das war ich bis zum letzten Jahr und habe mich entschlossen, dann doch in den Ruhestand zu gehen. Bin seit letzten August emeritiert und genieße, mal richtig nachdenken zu können und Sachen machen zu können, die vielleicht noch viel schöner sind und viel interessanter sind, insbesondere in der Biomechanik, als nur Studenten zu bespaßen. Ich werde nicht über die Therapie von Triggerpunkten reden, sondern ich möchte mit Ihnen ein wenig Biomechanik machen und damit möglicherweise Ideen entwickeln, Triggerpunktentwicklung zu vermeiden. Das heißt, die Muskeln so einsetzen zu können, dass sie auch arbeiten, ohne in einen Defekt zu laufen. Wir werden, wenn wir über Laufen reden und Biomechanik reden, natürlich nicht umhin kommen, über die Schnittstelle zur physikalischen Umgehung, nämlich den Schuh, zu sprechen. Denn er ist das mechanische Element zwischen der Biologie und der Umgebung. Und keiner läuft ohne Schuh. Und das ist auch sehr vernünftig. Wir haben ja gelernt, dass insbesondere dieser Trend des Barfußlaufen zu ganz, ganz gefährlichen Entwicklungen geführt hat. Wir haben massive Anstiege von Verletzungen, schwere Schädigungen erlebt. Das war ja vor einigen Jahren. Zum Glück ist diese Welle vorbei. Es kommt ja immer und es geht. Aber ich denke, es ist nachhaltig. Gut, Laufen und Biomechanik. Lassen Sie uns kurz darüber nachdenken. Man ist immer mit Schuhen gelaufen. So hat es eigentlich angefangen. Das war so der erste Marathonschuh. Keiner würde ihn heute mehr zum Laufen anziehen. 1908. Aber was interessant ist, der hat damals 5 US-Dollar gekostet. Dann ging es ganz schnell. Um 1950 bereits hat die Tiger Shoe Company aus Japan einen Schuh gebracht, der nun sehr, sehr funktionell und sehr, sehr nah ganz modernen funktionellen Laufschuhen nachempfunden ist. 30 US-Dollar. Also, ich denke, noch erreichbar. So um die Jahrtausendwende, also um 2000, da kamen dann diese massiven, stabilen, brutalen, ja, ich sag mal, überzogenen Schuhe in der Größenordnung 120, 130 US-Dollar, bis es dann so in den 15 Jahre später etwa so auf die 150, 200 Dollar ging mit verrücktesten Ideen, aber nur wirklich interessanten und relevanten technischen Neuentwicklungen. In Bezug auf Laufen und Laufschuhe gab es eine ganz interessante Entwicklung. So als der Laufboom auftrat, hatte man sehr große Angst vor dem Stoß, der auftritt, wenn der Fuß auf den Boden klatscht. Und das war insbesondere in den USA. Cushioning, Dämpfen, Shock Attenuation, das war die Idee. Was hat man gemacht? Man hat Federn, man hat Dämpfer in den Schuh hineingebaut, wahnsinnigen Aufwand getrieben. Die Kosten gingen hoch, die Schuhe wurden höher, weil man musste ja diese Dämpfelemente einbauen mit der Idee, die Biomechanik wird gestört, wenn wir beim Laufen auf diesen harten Boden treffen. Gut, mit dieser Erhöhung der Schuhe wurde alles instabil. Man wackelte hin und her und man hat korrigiert, es kam zum neuen Konzept, 10 Jahre später Motion Control, Bewegungskontrolle. Man hat versucht, den Fuß zu stabilisieren, weil er vorher instabil war. Also am Anfang gab es eine Vergrößerung der Mittelsohlenhöhe, damit eine Vergrößerung der Hebel der Bodenreaktionskräfte für die nächsten Gelenke, insbesondere dann zunächst für das Sprunggelenk, damit eine Erhöhung der nach Innenkippung, der Pronation oder Eversion. Und dann hat man einfach nachgebessert und hat Technologien hinzugefügt und hat stabilisiert. Interessant, es hat auch nichts gebracht. Und es ging weiter. Weitere 10 oder sogar 20 Jahre später, Natural Motion. Das ging los mit der Idee von Nike, einen Schuh zu entwickeln, der kein Schuh ist, der Free. Der war ja auch nicht zum Laufen gemacht. Der war dazu gemacht, Barfußbewegungen zu initiieren, zu spiegeln, aber nicht beim Laufen. Leider wurde er dann zum Laufen verwendet. Und es kam zu großen Problemen. Gut,
Letztendlich, der Nike Free ist ja kein Laufschuh. Es ist auch mittlerweile ein rein designter Schuh und ist eigentlich funktionell nicht mehr brauchbar. Aber gut, es ging weiter, dann kam der Komfort. Ja, man wollte auf Wolken laufen, on clouds. Funktionell null. Das ist kein Laufschuh. Es passt nicht, es funktioniert, es kann nicht für das Laufen funktionieren. Ich werde es Ihnen später erklären. Dann kam mal wieder Energy Return. Adidas Boost. Große Klasse, ja. Alle Energie, die man in die Mittelsohle hineinsteckt, kann wieder genutzt werden. Alle nicht, ein bisschen wird dissipiert. Gut, bereits 20 Jahre vorher wussten wir, dass der Anteil, den man überhaupt in einer Mittelsohle speichern kann, gerade mal 10% des Anteils ist der Energie, die man im Fuß speichern kann und sich zurückholen kann. Also ziemlich Banane. Insbesondere hat man nicht verstanden, dass dieses Konzept immer in Interaktion mit der Biologie steht und das funktioniert nicht für alle. Für manche vielleicht, aber nicht für alle. Gut, die eigentliche Innovation kam eigentlich vor kurzem erst, eine Idee Run Signature. Das heißt, eine Idee, die Bewegung des Läufers zu erhalten, wie er sie gewohnt ist. Und damit die Gelenke in Faden zu bewegen, die diese Gelenke gewohnt sind, dass sie sich bewegen. Und das kommt so langsam. Und das war eigentlich die einzige Innovation, ja, wir können sagen, in den letzten 20 Jahren. Spannend, ne? Obwohl ungemein viel Geld investiert wurde in Entwicklung. Und dann stellen Sie sich vor, dieses Jahr kam dieser Schuh von Nike auf den Markt und er wird als Laufschuh propagiert. Mit einem riesen Hebel zu den Gelenken. Das heißt, dieser Schuh muss ein Problem erzeugen, aber er läuft als Laufschuh. Unglaublich, ne? Und das nehmen wir den Leuten auch noch ab. Das heißt, das Design spielt eine Rolle, aber nicht mehr die Funktion. Und das ist in einem hohen Prozentsatz der Schuhe leider der Fall. Gut, kommen wir zu den Paradigmen. Dämpfen. Also, der Fuß tritt auf den Boden und es entsteht dieser Impact, dieser Stoß, dieser initiale Stoß. Wir haben immer Angst davor. Die Idee war, diesen Impact in irgendeiner Form zu dämpfen. Und diese Idee geht von zwei Annahmen aus, nämlich, dass Mittelsohlen von Schuhen in der Lage sind, diese Impact-Kräfte zu dämpfen, das heißt zu reduzieren. Und die zweite Annahme, dass diese Impact-Kräfte Ursache für die Entwicklung von Verletzungen sind. Für beide Annahmen gibt es keinen Beleg. Wir wissen heute, dass Verletzungen oder das Impact in keiner Weise mit Verletzungen zusammenhängt. Im Gegenteil, wir brauchen diesen Impact, um unseren Knochen zu stimulieren. Und wir wissen auch heute, dass diese Mittelsohlen von Laufschuhen gar nicht in der Lage sind, diesen Stoß zu dämpfen. Und das liegt einfach daran, wir wollen den Stoß, unser Körper braucht den. Und wenn wir eine sehr weiche, dämpfende Mittelsohle haben, dann stellen wir einfach unsere Gelenke steifer ein, um den Stoß wieder zu erwarten oder zu erleiden oder zu genießen. Und wenn wir einen harten Schuh haben, stellen wir die Gelenke weich ein. Wenn wir einen weichen Schuh haben, stellen wir sie hart ein. Ganz einfach. Und werden immer wieder, egal welche Mittelsohle wir nehmen, den gleichen Impact haben. Also wir können dieses Konzept definitiv wegschieben. Und da kommt noch etwas hinzu. Wenn wir laufen, haben wir ja nicht nur diesen Impact, sondern wir haben diesen zweiten, diesen aktiven Peak, wenn wir uns abdrücken. Wenn die Ferse so langsam den Boden verlässt, der Vorfuß hohe Last aufnimmt, dann müssen viele Muskeln arbeiten. Und jetzt können wir vielleicht auf die Triggerpunkte kommen. Ja? Dann müssen die Muskeln arbeiten, teilweise unter sehr schweren Durchblutungsbedingungen. Aber diese Muskeln erzeugen Kräfte und diese Kräfte wirken in den Gelenken. Und dann ist was ganz Interessantes, dass dieser Impact und auch die aktiven Kräfte von Material gar nicht beeinflusst werden. Aber ich komme noch mal darauf. Beim Impact haben wir etwa Gelenkkräfte am Sprunggelenk, die liegen so etwa bei 3000 Newton, das ist so fünfmal Körpergewicht. Im Abdruck allerdings liegen wir ungefähr bei 10.000 Newton. Das ist etwa 15 mal Körpergewicht. Das heißt, wenn Sie laufen, bei jedem Abdruck wirkt in Ihrem Sprunggelenk eine Kraft des 15-fachen Körpergewichts. Und im Wesentlichen verursacht durch die Muskeln.
Und die Muskelkräfte werden über Sehnen übertragen auf den Knochen. Und möglicherweise haben wir da eine Ursache für das, was eben von Ihnen diskutiert wurde. Gut, also Impact können wir vergessen. Gehen wir auf das zweite Paradigma, nämlich die Pronation. Und auch heute noch gehen ja viele hin und sagen, ja, unser Schuh reduziert die Pronation, kontrolliert die Pronation. Nur hat diese Pronation, dieses nach innen kippen des Fußes etwas mit Verletzungen zu tun? Leider nicht. Eine wunderschöne Studie an immerhin 927 Läufern, das heißt über 1800 Füßen, hat nämlich etwas sehr Schönes gezeigt. Sie haben die Inzidenz von Verletzungen über 1000 Kilometer gemessen in Relation zur Fußbewegung. Und zwar haben sie einen pronierten, einen neutralen Fuß gesetzt als eine Inzidenz von 1. Und dann schauen Sie hier, da haben wir einen pronierten Fuß oder die pronierten Füße, immerhin 122 Fälle hier, und diese zeigen eine geringere Inzidenz. Das heißt, proniert der Fuß, hat er eine geringere Chance, sich zu verletzen. Toll. Also lasst uns pronieren. Das heißt, die Biomechanik des Fußes ist sinnvoll, wenn der Fuß in der Stützphase nach innen kippt. Und lassen Sie sich bitte in Zukunft nicht Schuhe verkaufen, die das Innenkippen vermeiden. Das ist absolut kontraproduktiv. Erst wenn wir extrem pronieren, wenn wir extrem nach innen kippen, haben wir ein höheres Risiko. Eine moderate Pronation ist eine ganz normale physiologische, biomechanische, sinnvolle Bewegung und sollte auf keinen Fall vermieden werden. Leider schauen alle Schuhhersteller und auch vor allen Dingen die, die Bewegungsanalyse für diese Leute machen, immer noch auf den Fuß und wollen vermeiden, dass der Fuß proniert. Also irgendwas ist da noch faul. Interessant ist, dass diese Überpronierer oder diese extremen Pronierer gerade mal 1% der Population ausmachen. Übrigens, diese Art von Pronation ist schon exzessiv. Und das zeigt uns eine andere Studie, eine prospektive Studie bereits 1989 in Kanada durchgeführt. 3 Monate wurden 95 Läufer beobachtet, vorher und nachher. Und es wurden festgestellt, wie viele Leute davon PFPS, also Patellofemoral Pain Syndrom, erfahren haben im Knie. Und es waren zum Glück in dieser Phase der Beobachtung 5 von 95. Und dann kann man etwas Statistik machen und diese Wahrscheinlichkeit, gesund zu bleiben bzw. PFPS zu erleiden, gegen die Pronation rechnen. Und dann stellt sich heraus, dass wir immerhin 20 Grad pronieren müssen, damit wir 50% Wahrscheinlichkeit haben, eine Knieverletzung zu bekommen. 20 Grad, meine Damen und Herren, wissen Sie, was das ist? Da schleift der Innenknöchel am Boden. Ja, das gibt richtig Funken. Also ich habe in meinen Klientels, die wir untersucht haben, eigentlich nie jemand oder ganz selten jemand gefunden, der so exzessiv proniert hat. Und wenn wir 100% sicher sein wollen, diese Verletzung zu erfahren, dann müssen wir 25 Grad pronieren. Jens, hast du sowas mal gesehen? Bestimmt noch nie. Ganz selten. Vielleicht ein schwerer, amerikanischer, weicher Fuß. Gut. Also erst eine exzessive, extreme Pronation erhöht das Risiko. Interessant ist, dass wir seit 1982 bis 2012 in der Literatur keine Änderung der Häufigkeit von der Verletzungen finden. Je nachdem, wie Verletzung definiert ist, so zwischen 35% und 70%. Interessant ist, wir haben 2015 einen Survey gemacht über fast 1500 Läufer und wir finden auch etwa 38%, 39% der Läufer sind einmal oder mindestens einmal im Jahr verletzt. Was aber weiter interessant ist, die größte Häufigkeit ist das Knie. An zweiter Stelle die Achillessehne, zumindest in dem Klientel. Also, das Knie ist der Favorit und deswegen möchte ich mit Ihnen etwas über die Biomechanik des Knies reden und insbesondere beim Laufen. Das Knie hat immerhin 34% der Laufverletzung, die Achillessehne folgt mit 18%. Ich glaube, das entspricht auch den Erfahrungen
in den Praxen hier. Nun lassen Sie uns mal über das Kniegelenk nachdenken, und zwar erst über das Gelenk zwischen Femur, also Oberschenkel- und Unterschenkelknochen. Dieses Gelenk ist kein Scharniergelenk. Es ist mechanisch überhaupt kein Gelenk. Da stehen zwei Knochen übereinander. Wenn wir die Bindegewebe wegnehmen, die Muskeln und die Sehnen und die Kapseln wegnehmen, dann fällt das Ding auseinander. Ist nicht so wie ein schönes Scharniergelenk an der Tür. Das bleibt auch ohne Muskeln. Dieses Gelenk kann interessanterweise nicht nur Flexion, Extension machen, also beugen und strecken. Nein, es hat insgesamt drei rotatorische Freiheitsgrade. Es kann nämlich auch adduzieren und abduzieren oder einen Varus und einen Valgus machen und immerhin in einem Bereich von plus minus 10 Grad. Und dann ist noch interessant, dieses Gelenk hat noch eine weitere Komponente. Es kann in der Transversalebene eine Rotation machen. Das heißt, die Tibia kann unter, also der Unterschenkelknochen, kann unter dem Oberschenkelknochen plus minus 10, plus minus 15 Grad rotieren. Und das wird immer wieder vergessen. Und wie wird diese Rotation kontrolliert? Im Wesentlichen durch Bänder, aber sie kann auch partiell von Muskeln übernommen werden und initiiert werden. Sie wird aber im Wesentlichen initiiert durch äußere Kräfte, und da kommen wir gleich drauf. Also das Kniegelenk ist ein hochkompliziertes Gelenk, nicht nur beugen und strecken, obwohl wir eigentlich für unsere normale Lokomotion und für das Laufen im Wesentlichen das Beugen und Strecken brauchen und hier die eigentlichen Antriebe herkommen. Nein, aber wir haben noch das Problem der anderen beiden Grade. Und jetzt wird es etwas kompliziert, das ist so ein bisschen, aber wir haben ja eben schon gelernt, wie kompliziert Graphen sein können. Ich versuche es ganz einfach zu machen. Nach rechts ist aufgetragen die Bewegung in der Sagittalebene, das heißt Beugen und Strecken eines Knies. Nach oben links ist aufgetragen die Adduktion oder Abduktion. Die Adduktion bringt also einen Varus, die Abduktion des Unterschenkels gegenüber einen Valgus. Und dann gleich auf das nächste kommen wir. Und jetzt sehen wir zunächst mal eine Versuchsperson, die 25 Kniebeugen macht. Und was wir sehen, und das ist, glaube ich, ganz spannend, hier ist die blaue Kurve, mit Beugung des Knies nimmt die Adduktion oder der Varus zu. Da hat bisher kein Orthopäde drauf geachtet. Die haben sich hingestellt, haben ein Röntgenbild gemacht im Stand, haben gesagt, okay, das ist ein O-Bein oder das ist ein X-Bein. Aber dass dieses Bein dynamisch O oder dynamisch X ist, das müssen wir erstmal verstehen, was das bedeutet. Und diese Bewegung in der Frontalebene ist vorgegeben durch die Bänder. Das heißt, dieser Kapselbandapparat gibt die gewohnte Bewegung für ein gegebenes Gelenk vor. Und diese sollten wir nicht verletzen. Denn dafür oder danach haben sich die inneren Strukturen alle angepasst und optimiert. Und jetzt gehen wir auf die rechte Seite, da haben wir jetzt die Innenrotation. Also die Innendrehung des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel. Und da sehen wir was ganz Spannendes. Wir haben eine Zunahme der Innenrotation bei Kniebeugung und eine Abnahme bei Kniestreckung. Das heißt, wenn wir in die Kniebeuge gehen, während wir laufen, das ist jetzt eine Kniebeuge, dann dreht der Unterschenkel immerhin um 10 Grad gegenüber dem Oberschenkel nach innen. Das heißt, die Gelenkflächen des Unterschenkels reiben über die Gelenkflächen des Oberschenkels und erzeugen natürlich ganz erhebliche Scherkräfte, die hervorragend geeignet sind, Knorpel zu zerstören. Ja, und immerhin bei großen Normalkräften, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und wenn wir jetzt von der Kniebeuge in höhere Belastungen hineingehen, dann haben wir diese Formen. In blau die Adduktion-Abduktion beim Laufen, in rot die Innenrotation. Wir sehen, wir haben gleiche Trends, aber insbesondere die Rotation wird erheblich durch das Laufen, durch die höheren Belastungen reduziert. Und das ist eigentlich die Idee von der habituellen Gelenkbewegung. Laufen sollte die gewohnte Bewegung, diese Formen, möglichst nicht verletzen. Und dafür benutzen wir Hilfsmittel wie Schuhe, damit diese Hilfsmittel uns helfen, die Gelenkbewegung in den davor
dafür vorgesehenen Faden hält. Und da das ganz stabil ist, das sehen wir hier, das sind 50 Laufschritte, ganz stabil. Das ist wie ein Fingerabdruck, eine Unterschrift. Jedes Knie, jedes unserer Knie hat seine Unterschrift und diese dürfen wir nicht fälschen oder verfälschen. Wenn wir es tun, dann kommt es zu Problemen bei der Muskulatur, denn die Muskulatur versucht dagegen zu arbeiten, sie versucht zu korrigieren. Sie wird müde, wird nicht mehr durchblutet und so weiter. Genauso geht es mit den Bändern und mit den Kapseln. Gut, ich glaube, das haben wir verstanden und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir laufen, dann, habe ich gesagt, wird der wesentliche Antrieb über das Knie in der Sagittalebene, also in unserer normalen Bewegungsebene, stattfinden. Die Bodenreaktionskräfte beim Laufen hatten wir eben schon besprochen. Sie erzeugen eine Drehkraft im Kniegelenk, die das Knie beugt. Um dieses Kniebeugen zu vermeiden oder zu kontrollieren, müssen unsere Muskeln, nämlich die vorderen Oberschenkelmuskeln, dagegen arbeiten. Sie erzeugen ein Streckmoment. Nachvollziehbar, denn da bekommen wir auch den Muskelkater, insbesondere wenn wir bergab laufen. Dieses Moment, dieses Drehmoment, was von den Muskeln erzeugt wird, liegt ungefähr bei 140 bis 150 Newtonmeter, so bei uns Normalbürgern. Wenn wir ein bisschen korpulenter sind, natürlich mehr, weil ja mehr Gewichtskraft dort kompensiert werden muss. Das heißt, in diesem Gelenk zwischen Femur und Tibia muss zwangsläufig bei jedem Schritt im Knie eine Kraft entstehen von mehr als 8-mal Körpergewicht. Und das auf einer Gelenkfläche, die knapp 4 Quadratzentimeter ausmacht. Und dann haben wir ja gelernt, dass wir noch rotieren dabei. Also ein, würde ich sagen, nicht unerhebliches biomechanisches Problem. Interessant ist, wenn wir uns nun den Knorpel anschauen und mal genau hinschauen, wie ist diese Extrazellulärmatrix aufgebaut, dann hat sie viel Kollagene, die die mechanische Festigkeit gibt. Und diese Kollagene sind durch Eiweißmoleküle miteinander verbunden, die die Stabilität geben. Das sogenannte Cartilage-Oligometrik-Matrix-Protein. Und dieses Protein gibt die mechanische Steifigkeit. Und interessant ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine halbe Stunde laufen, dann finden wir diese Matrixproteine herausgebrochen im Serum. Wir sehen also im Serum einen massiven Anstieg von ungefähr 30% dieser Matrixproteine. Das heißt, der Knorpel erleidet einen Defekt. Da werden diese Stabilisationselemente herausgebrochen. Und nun können Sie sich vorstellen, natürlich wird wieder hergestellt. Aber irgendwann mal ist der Anteil der wiederhergestellten Elemente kleiner als der zerstörten Elemente. Und wenn wir mal weitergehen, schauen wir uns mal einen Marathon an. Das ist die Größenordnung, dass ein Knorpel gesund ist. Dann sehen wir, so beim Marathon, da gehen wir schon über die Grenze hinaus. Das heißt, es wird sehr viel Matrixprotein entfernt und zerstört. Oder gehen wir noch weiter an einen Ultramarathon, da kommen wir etwa auf den Betrag ja, so des Vierfachen des Gesundens. Heißt aber nicht, dass wir gerne laufen und wir müssen nur überlegen, ob wir und wie wir dann doch laufen und sollten vielleicht vernünftig sein, auch nicht unbedingt zu lange und zu oft so lange zu laufen. Gut, gehen wir in die Biomechanik zurück. Und zwar, wir hatten gesagt, in der Sagittalebene entstehen diese großen Momente um das Knie, die unsere Muskeln sehr stark aktivieren. Aber auch in der Frontalebene und in der Transversalebene entstehen Drehmomente, nämlich die Drehmomente, und wir haben eben davon gesprochen, die Adduktion, Entschuldigung, und Abduktion provozieren, beziehungsweise Innen- und Außenrotation provozieren. Und jetzt haben wir ein interessantes, ich glaube zumindest, Experiment gemacht. Wir haben für einzelne Probanden Schuhe gewählt, die die Adduktion oder die Innenrotation systematisch vergrößern. In dem Fall ohne die Ethik zu fragen, weil wir ja nicht wussten, was passiert. Und wir haben nach dem Paradigma
des habituellen Bewegungspfades, also der optimalen Gelenkbewegung, den bestmöglichen Schuh gewählt. Und wir haben sie alle, dann diese Probanden mit beiden Extremschuhen, mal ein wenig laufen lassen. Und zwar haben wir dann den Knorpel studiert und festgestellt, dass die Schuhe, die die geringste Knorpelabnutzung, den geringsten Knorpelverlust, den geringsten Volumenversuch des Knorpels bei 75 Minuten Laufen hatten, die waren, die in Schuhe hatten mit dem geringsten Adduktionsmoment und dem geringsten Innenrotationsmoment. Was bedeutet, die Biomechanik hat einen massiven Einfluss auf die Gewebereaktion. Ist doch eigentlich auch logisch. Oder anders, wir können mit Technologie an der Schraube Belastung und Belastungsreaktion oder Verletzung drehen, und zwar ganz systematisch. Wir müssen nur wissen, in welche Richtung wir die Schraube drehen müssen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Nachricht. Wir brauchen nur etwa 9% weniger externes Adduktionsmoment oder 3% weniger Rotationsmoment, um 40% Effekt zu haben an der biologischen Reaktion. Hey, ist das nicht fantastisch? So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, wie wir das machen. Wie können wir das machen? Wenn Sie sich das hier anschauen, dann wird dieses Drehmoment ja erzeugt durch die Kraft und den Hebel. Und jetzt gibt es ja eigentlich einen ganz einfachen Trick. Die Kräfte können wir nicht verändern, aber wir können die Hebel verändern. Und die Hebel können wir im Wesentlichen verändern, wenn wir den Angriffspunkt der Kraft, also dort, wo die äußere Kraft am Boden den Fuß angreift, dort müssen wir den Kraftangriffspunkt verschieben, sodass der Hebel am Knie für die Kräfte kleiner wird. Das ist der ganze Trick. Komischerweise ist in der Industrie bisher überhaupt keiner drauf gekommen, das so zu machen und auch so zu argumentieren. Aber es ist einfach und es funktioniert, haben wir gesehen. Es gibt 4 Strategien, die es ermöglichen, den Kraftangriffspunkt zu verschieben. Einmal sogenannte Pseudopose auf der lateralen Seite der Mittelsohle, denn noch einmal, nur die Mittelsohle hat einen Einfluss. Das Upper, das macht den Schuh nur schön oder weniger schön, also das Obermaterial, oder hält den Fuß auf der Sohle. Die Mittelsohle, das ist die Seele des Schuhs. Und nur die Mittelsohle und die Variation in der Mittelsohle können Veränderungen in der Biomechanik hervorrufen. Also der Pseudopost auf der äußeren Seite weich oder weniger dichtes Material. Der klassische mediale Post, die mediale Stütze auf der Innenseite ein steiferes, dichteres Material oder eben neutral, ganz homogen. Und seit neuestem gibt es eine Technologie, die ich persönlich sehr interessant halte, einen sogenannten Guide Rail. Das heißt, eine Führung auf der Innenseite des Schuhs, denn die Rotation am Knie hängt nicht nur von der Verkippung des Fußes ab, nein, auch von der Rotation um die Hochachse. Und das konnte sehr schön gezeigt werden, dass die sogenannte Rückfußadduktion sehr streng mit der Tibia-Rotation zusammenhängt. Und diese Rückfußadduktion ist immer wieder vergessen worden. Sie finden sie nirgendwo in den Argumentationen. Aber der Rückfuß, das Fersenbein, kann etwa 10 Grad beim Laufen in der Stützphase nach innen rotieren und dann wieder nach außen rotieren. Fanden wir sehr spannend und deswegen fanden wir auch eben diese Strategie, diese Guide Rails, für auch zukunftsträchtig und sie funktionieren. Dass es funktioniert, konnte experimentell gezeigt werden, wenn es auch immer nur um wenige Zentimeter oder sagen wir Millimeter geht, aber schon ein Verschieben des Kraftangriffspunktes um nur 5 Millimeter reduziert die Drehmomente am Knie um die Hälfte. Ja, mehr brauchen wir doch gar nicht. Das ist so ein Individualfall, der zeigt, der hier, oder war es eine die, ich weiß es nicht, kommt am besten zurecht mit einer Verschiebung des Kraftangriffspunktes mit solch einem Guide Rail. Das wirkt, haben wir in einem Experiment gezeigt mit Experimentalschuhen. Wir sehen, wir können die Momente am Knie in den Sekundäreben, also in der Frontalebene und der Transversalebene, bis um 100% durch einen Schuh, durch eine Mittelsohle verändern, im positiven Sinne. Ich finde, das ist ein Wort. Wir können natürlich, wenn wir etwas falsch machen, auch andersrum
sie um 100% vergrößern. Und das machen leider viele technische Lösungen im Laufschuhbereich. Meine Damen und Herren, ich habe Sie so ein bisschen in die wilde Biomechanik mitgenommen. Ich hoffe, es war nicht ganz weit weg. Ich fasse zusammen. Nicht alle technischen Entwicklungen am Laufschuh waren erfolgreich. Das darf man so einfach sagen. Die Laufschuhentwicklung ist heute extrem durch Design und weniger Funktion getrieben. Es ist leider so. Wenn ich in die Kataloge, in die Prospekte, von wem auch immer schaue, Design getrieben. Muss schick sein. Hype sein. Ob das funktioniert? Aber eigentlich soll doch der Laufschuh zum Laufen da sein. Uns helfen beim Laufen und unsere Gelenke nicht übermäßig belasten. Das wäre zumindest das, was ich von einem Laufschuh haben will. Dämpfung ist nachrangig, haben wir darüber gesprochen. Die Funktion Energy Return ist falsch verstanden und obsolet für mich. Schuhe können die Lage des Kraftangriffspunktes in anterior posterior, also vorwärts, rückwärts und medialer Richtung verändern und damit die Gelenkmomente am Sprunggelenk, aber auch am Knie verändern. Und das ist das Wesentliche. Sprunggelenk ist unkritisch. Funktionelle Laufschuhe und Mittelsohlendesigns haben das Potenzial, die Drehmomente am Knie zu beeinflussen und Abweichungen von der habituellen Gelenkbewegung, dieses HGB, werden Sie in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel hören. Die habituelle, die gewohnte Gelenkbewegung. Das wollen unsere Gelenke und sie wollen nicht gestört werden. Reduzieren. Laufschuhe können Belastungen der Gelenke und auch die des Kniegelenkes steuern bzw. beeinflussen. Laufschuhe haben das Potenzial, das Verletzungsrisiko zu beeinflussen. Ich weiß, es ist eine sehr harte Aussage, aber ich stehe dazu. Und ich bin 100% überzeugt, dass es funktioniert. Die individuelle Diagnostik zur Wirksamkeit von Schuhen scheint zwingend, aber bitte nicht den Fokus auf den Fuß. Nicht gucken, ob das Fersenbein nach innen oder nach außen kippt. Das ist nicht wichtig, haben wir eben gelernt. Ein bisschen nach innen kippen ist sogar sehr gut. Sondern lassen Sie sich das Knie anschauen. Dummerweise können es die meisten noch nicht, aber Sie werden es bald können, bin ich fest von überzeugt. Solche Diagnostik und Schuhzuordnung sollte die Normalsituation des Läufers berücksichtigen. Jetzt komme ich wieder auf den Trigger. Und damit die neuromuskuläre Ermüdung berücksichtigen. Die Wirkung eines Schuhs bei einem Läufer zu untersuchen, wenn er frisch auf dem Laufsteg 3 Schritte macht, bringt überhaupt nichts. Wir müssen ihn studieren, wir müssen den Effekt untersuchen, wenn er müde ist. Wenn die Muskulatur an der Grenze ist und nicht mehr in der Lage ist, jede Ärger, jede Korrektur, jeden Mist eines Laufschuhs zu kompensieren. Vielen Dank. Dankeschön, Professor Dr. Gerd-Peter Brüggemann. Ganz kurz bei uns bleiben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, viele wahnsinnig interessante Ansätze, die vielleicht der ein oder andere wirklich in dieser Form noch nicht gehört hat. Jetzt sagen Sie uns mal auf der wirklich persönlichen Ebene, wie sehr ärgert Sie das? Ich glaube, Sie sind ja auch schon seit den 80er Jahren wirklich mit diesem Schuhphänomen beschäftigt, zunächst mit Essex und dann mit Nike. Wie sehr ärgert Sie das, dass immer noch wieder auch heute auf Sachen zurückgegriffen wird, von denen man eigentlich weiß, dass die uns so gar nicht gut tun? Ach ja, Ärger, man gewöhnt sich an alles, ne? Natürlich ärgert es. Man ärgert sich ja auch über die Fehler, die man selbst gemacht hat. Aber ich denke, das ist ein Phänomen der Zeit, dass auf das Äußere, gerade bei den Sportgeräten, auf das Äußere, auf das Design oder bei der Sportbekleidung geschaut wird und die Funktion, das eigentlich, was dieses Sportgerät machen soll und der Schuh ist ein Sportgerät, in den Hintergrund gerät. Und dadurch ist natürlich eine andere Gruppe sehr interessiert daran, die Nachbesserung, ja, die Triggerpunkte zu bearbeiten oder andere Verletzungen zu bearbeiten, ist ja hochinteressant. Oder, Jens? Ich denke aber, ja gut, natürlich, man lehnt sich oft zurück und sagt, hey, eigentlich schade. Das glaube ich auf jeden Fall. Da darf man dann ruhig mal klatschen, genau.
Jetzt habe ich eben schon mal angedeutet bei Ihrem Vorredner, es ist immer so, dass es auch ein paar gibt, die sind irgendwie anderer Meinung. Und bei einer Sache habe ich genau diese jetzt schon mal gehört. Sie haben uns nämlich erklärt, diese, ich sage es jetzt mal, 10%-Regel, was wirklich in die Mittelsohle gegeben wird und was der Fuß auch an 10% aufnehmen kann. Ich habe letztens noch einen gesprochen, der sagt so, naja, das ist verdammt wenig, aber irgendwann wird eben dieses ganz kleine bisschen maßgebend dafür sein, wer irgendwas besonders gut schafft und wer nicht. Was würden Sie da entgegnen? Ja, ich glaube, wenn wir in der Lage sind, das biologische Potenzial besser zu nutzen, dann haben wir viel größere Chancen, noch besser zu werden. Aber bleiben wir bei Ihrem Energy Return. Ja, diese Mittelsohlen, das haben wir ja auch gesehen. Ich meine, jetzt war ja das große Projekt kleiner 2 Stunden. Und der Fokus war, möglichst wenig Energie zu vergeuden. Aber eben nicht in der Mittelsohle, sondern im Vorfußbereich, nämlich beim Beugen und Strecken der Zehengrundgelenke. Da vergeudet man nämlich die Energie. Und wenn wir in der Lage sind, hier nur bei jedem Schritt 3 Joule weniger Energie zu verlieren, ja, dann sind wir über die 100 Meter beispielsweise ungefähr 0,2 Sekunden schneller. Wir wissen, dass das zumindest bei Top-Sprintern auch angesetzt wird und die Schuhe dahingehend optimiert werden, aber im Moment nur im ganz oberen Bereich. Ja, ich glaube, das ist so einer dieser Tipps, den der ein oder andere schon ein bisschen früher hätte gut gebrauchen können. Ganz lieben Dank, Herr Professor. Ich darf das Mikrofon nehmen und Sie erst einmal entlassen. Riesenapplaus! Applaus